remember. It's him. It was always him. Thomas. Thomas is gone. You're too late, girl. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? Me. I was already dead. Your father made sure of that. To save us. To save her. Maybe. In a way, that's exactly what he did. Oh, God. This is fucking madness. Clean it up. Once and for all. Thomas Rekovich. My father. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? To me.
Okay. Jetzt können wir scheinbar ins Haus rein. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Okay, Marianne. Focus. This was your home once. There's gotta be something here. Okay. All right. Let's see what's on the flip side of this place. Ach, das ist ein Spiegel gewesen, oder wie? Okay. Ja, wir mussten jetzt doch so einiges erstmal verdauen. In letzter Zeit. Und diese Optik muss ich auch erstmal verdauen. Okay. An ornate butterfly. Why do I feel that's not all you are? Das heißt also, meine... Das habe ich, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, dass meine zweite Vermutung richtig war, dass Sadness oder auch Trauer ihre Schwester ist. So cold. Ja. Da kann man was machen. It's like feelings etched into the wall. Heiraten, Ewigkeit, aber was ist das in der Mitte? Verwirrtheit oder so? Man weiß es nicht. Ich denke mal, dass wir hier was anzünden müssen. Aber egal wie. Wir können uns hier nichts anderes angucken. Also die Kälte kommt von da. So viel ist klar. Aber... Okay. Also, ich komme hier nicht rüber und ich kann hier gerade nichts anderes machen. Ich kann auch nicht. Ich kann gar nichts machen irgendwie. Ich kann es nur angucken. Ja gut, Geisterwelt, was will ich damit machen, ne? Es ist schon irgendwo nachvollziehbar, dass das nicht geht. Aber, also dieser Geisterblick, dass ich hier so gar nichts machen kann, ist halt eben komisch. Hm. Ich weiß nicht, dass das irgendwie verbuggt ist oder so. Oder passiert jetzt irgendwas, wenn ich rausgehe? Aber ich denke mal, dass ich hier doch erstmal was machen muss. Weil auch wenn ich den Blick verändere, ich sehe halt nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr anklicken dann. Hm. Kann ich denn da nicht? Von hier aus kann ich auch keine außerkörperliche Erfahrung jetzt machen. Okay. Denn hier noch irgendwas, was ich mir hier angucken kann? Nee, ne? Vorne vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas... Ja, das sieht nur so aus. Also das hat jetzt keinen größeren Zweck oder so. Hm. Moment, hier geht's noch überall. All burnt up. But I can still make out some of it. Okay. Kann ich auch nichts mitmachen? Ich dachte, vielleicht muss ich jetzt hier irgendwie ein oder zwei Schmetterlinge dran machen. Anscheinend auch nicht. Okay, da hatte ich eben noch was gesehen. A family photo. It's sad to see it like this. Left behind. Forgotten. Okay, also rechts ist wohl Sadness, wenn ich das jetzt richtig sehe, und links ist sie dann. Ich, Papi, Liliane und unser kleines rotes Haus. Hä? Wo ist denn da ein Haus drauf? Okay, also das Haus sieht man hier nicht, aber das kann man sich dann dazu denken.
Ja, da ist auch nichts mehr. The Warte, hier noch was? Da dollhouse. blinkt doch was. It's open. Was wie? Was für ein Puppenhaus? Ich will jetzt erstmal hier vorne. Da. Ah. Another photo. Somehow it feels wrong to just leave them lying around. Okay. Na gut. Kann man jetzt so auch nichts. Was? Ach so, da, das Puppenhaus. Jetzt habe ich es gesehen. Aber das war das vorher geschlossen? Keine Ahnung. It looks like a replica of the actual house. Okay. A tiny mirror. I wonder. Okay, also man. Was? Okay, das ist nur die Stelle. Looks like I could put something here. Okay. Waren wir gerade eben in der Küche? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir fangen mal oben Strange. an. It feels like something shifted. Ja, ich habe das schon verstanden. Gucken erstmal noch I weiter feel like I should hier. find somewhere to put it. Okay, also wir haben hier Plätze. Keine Ahnung, wir stellen hier mal einfach gerahmtes Familienfoto. Wir stellen hier mal einfach die. Oder müssen wir das in der richtigen Reihenfolge haben? Moment. Da sind die zwei Kinder. Das können wir mitnehmen. Und was ist das für eins? Das ist, wo sie geheiratet haben. Ach so, Moment. Da muss ich jetzt erst noch X drücken. Hochzeitsfoto. Dann war sie schwanger. I think that's it. Ja. Rekovich family history. Das war ja jetzt nicht so schwer, ne? Jetzt ist da was passiert und ich kann nicht mehr reingucken, okay? Ja. Keine Ahnung. Geht doch mal da rum, Mensch. So. Ach so, das ist das wieder. Ja, da kann ich aber immer noch nichts machen, ne? Was heißt, Moment, das wieder? Ach so, da hat sich die Perspektive verändert. Okay. Gut, da müssten wir jetzt ja theoretisch, ich glaube, im Schlafzimmer sein. Also oben links das Zimmer hatte ich ja I genommen. knew it. The dollhouse, the mirrors, it's all connected. This room feels like I shouldn't be here. Ja, dann beeil dich mal und geh schnell wieder Wait. raus. Ih. I don't think this belongs here. Okay. Gut. Hier ist noch was. Vielleicht können wir das auch bei den Schmetterlingen mit dran kleben oder was. Keine Ahnung. Nee. Hey, Oder wir machen die another Schmetterlinge one of rein. those butterflies. Okay. Ja, dann werden es wohl doch die Schmetterlinge sein, die wir da alle ranmachen müssen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Da ist noch was. I hate you. All of you. None of you know. None of you understand. I do. Ist das jetzt links ein Grafikfehler, dass das hier immer wieder rein und raus geht? Oder ist das jetzt so gewollt? Ah, Moment, da ist noch was. Was ich aber so nicht nehmen kann. Aber hier kann ich auch nichts machen. Ach so, okay, erstmal This so. looks eerily familiar. Ja, weil es deine ist, vielleicht? Ich habe ja keine Ahnung, aber das hört sich so an, als ob da Mädchen drin ist. Entweder ist es ihre oder die halt von Sadness. Aber die hat ja ihre noch auf. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, könnte das vielleicht ihr, aber sie ist ja eigentlich noch am Leben. Also, There's naja. something underneath. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich mal überraschen. Ich werde auch nicht mehr mutmaßen. Ich sag sowieso mal irgendwas Falsches.
What is this? A tea party with the devil? Nee, mit Schmetterlingen, einer Puppe. Ah, nee, die haben alle. Ja, rechts und links, die haben Flügel. Okay, das geht nicht. I know. I understand. I can feel your pain. What the hell? Okay, ich gehe mal davon aus, dass die anderen auch noch Masken dann benötigen. Puh, das wird wieder so eine langwierige Aufgabe, glaube ich. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal im anderen Zimmer nochmal nach. Den Spiegel müssen wir erstmal wegnehmen. Ja, den weg. So. Und dann gehen wir ins andere Schlafzimmer. In der Hoffnung, dass wir da noch eine Maske finden. This room, it feels very familiar. Vielleicht ist das ihr Raum gewesen oder von locked. Den Eltern. Four slots. I guess that means butterflies. Okay, die Frage ist jetzt nur, das sieht eher aus wie der linke, oder? Ja. Der sieht eher aus wie der ganz rechte, würde ich sagen. Perfekt. Und sonst haben wir jetzt gar keine mehr, ne? Wir haben nur noch einen Fisch. Poch. Das ist ja hier viel zu kombinieren. Also ehrlich, Leute. Okay. Ich hoffe, da ist jetzt noch eine Maske oder irgendwas. Nee, noch ein Schmetterling dahinter, okay. And another one. Ja. Dann tun wir den auch mal eben da rein. Wenn wir sowieso schon mal gerade hier sind. Das war der, ne? Ja. Ist jetzt die Frage, wo ist dann der vierte und letzte? Ist das der? Ja, vielleicht können wir den jetzt abmachen. Das kann natürlich auch sein. Don't think I can cut through. Warum nicht? Da. I don't need her. She took my mom away from me. I hate her. I wish she was dead. Lily, I. No, it was not my fault. What the hell's happening to me? Hope that's the last of them. Der sieht irgendwie ziemlich tot aus. Ehrlich gesagt habe ich bei den anderen nicht so drauf geachtet, aber der sieht auf jeden Fall ziemlich tot aus. Ich hoffe, dass wir jetzt dadurch noch die letzte Maske kriegen. Das wäre zumindest logisch, weil der Fisch ist weg. Es sind jetzt alle Schmetterlinge weg. Save yourself. Let me help you. Oder auch nicht. What about her? Leave her. Let her burn. Oh God. Oder auch doch. Another mask. Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Gut, es speichert. Das ist für mich immer ein schlechtes Zeichen. Oje, oje. Ich weiß immer noch nicht, was das da unten mit dem Ding da auf sich hat. So. Moment, die waren jetzt in dem Zimmer links drin, ne? Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in das Zimmer rein. So, sie guckt doch immer nach unten auf dieses Schild. Das irritiert mich. Moment, war da gerade? Da ist irgendwas am Leuchten. Ich denke, dass man da auch runterkommt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, gehen wir mal zu diesen komischen, creepy Puppen hin. Okay, das ist es nicht. Was stand denn da jetzt gerade? Des Staunens. Okay. We can show them. We can make them understand.
them feel what it's like. Aber diese Stimme, jetzt sag mir bitte nicht, dass das Viech wiederkommt, also dieser komische Boss wiederkommt. Sobald wir alle drei Masken jetzt zusammen haben, dann kotze ich echt, dann kotze ich. Oh, naja. Ich will wissen, was da unten ist, verdammte Hacke. Da ist irgendwas am Leuchten. Von hier oben komme ich da ja nicht dran, zu dem, was leuchtet. Das ist ja das Problem. Was mich halt auch total irritiert, die guckt jedes Mal hier auf die Schmetterlinge. Aber ich denke mal, dass das wirklich nur ein Hinweis wahrscheinlich ist. Auf die Schmetterlinge, die halt an dem Bett dran waren. Also zumindest hoffe ich das. So, das Problem ist, ich habe hier keine Maske gesehen. Gucken wir hier nochmal, ob hier doch noch irgendwas liegt oder so. Nicht, dass da eine Maske war und das jetzt verbuggt ist und ich da jetzt nicht mal rankomme. Das wäre jetzt nämlich richtig scheiße. Also theoretisch müsste jetzt der... Moment, da leuchtet doch auch was, oder? Ah! War das eben auch schon? Ich halte nicht aus, wie sie sie ansieht. Sie hasst sie wegen dem, was dir passiert ist. Sie denkt, es sei ihre Schuld. Als ob sie es mit Absicht getan hätte. Sie ist noch zu jung. Sie braucht Zeit, um zu verstehen. Aber manchmal habe ich Angst. Angst, dass sie ihr etwas antut. Ich sage mir immer wieder, das würde sie nie tun. Aber andererseits kenne ich sie besser als sonst jemand. Jeder hat Dämonen. Okay, also so wie es aussieht, hat sie ihrer Mutter anscheinend wohl irgendwas angetan oder zumindest denkt ihre kleine Schwester, dass dem so ist. Habe ich denn hier noch irgendwas übersehen oder so? Nee, ne? Okay, gehen wir nochmal in den Raum rein. Das Problem ist, ich kann hier nichts machen. Kommt das... Hä? Moment. Jetzt ist das Eis weg? Ah! Oh. Entschuldigung. Moment. Kann ich nichts dazu sagen. Tut mir leid. Irgendwas mit diesen Ort hat sie auf jeden Fall gesagt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe aus Versehen drauf gedrückt. Okay, perfekt. Dann haben wir die letzte Maske und ich befürchte, dass das nicht gut für uns ist, dass wir die letzte Maske haben. Aber gut, wir wollen ja mit der Geschichte weiterkommen und wir wollen ja auch dieses Spiel irgendwann mal beenden. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, die Masken waren jetzt in 1 drin, ne? Ich bin hier schon total durcheinander, weil ich ein Spiel draußen mal benutzt habe. Oje, oje, oha. Ist alles sehr creepy. Und wenn sie schon sagt, sie spürt, dass sie eigentlich gar nicht hier sein sollte, dass das etwas Böses ist, und ich dann auch die Stimme höre, dann heißt das für mich ehrlich gesagt nichts Gutes. But I can't leave her here. She'll die. Good. Remember, Mommy. It's all her fault. No, no, no. She's my sister. Then set me free, and I will save you both. Ah, shit! Oh, komm. So kann die das nicht machen. Geh raus, geh raus, geh raus. Oh, ich könnte nicht diesen Schutzschild da machen. God damn it. That thing. It came from her. Bought its way out with our lives. Lily. She. I need to find her. Okay. Huh. The basement looks almost intact. Maybe I'll find some clues down here. Ja,
Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dadurch, wenn ich auf die Zeit gucke und dadurch, dass das hier doch irgendwie ein anderer Abschnitt ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.